Ja, recht herzlich willkommen zum Pressegespräch nach dem heutigen Punktspiel des Chemnitzer FC in der 3. Liga gegen Fortuna Köln. An meiner Seite unser Cheftrainer Carsten Heide und von Seiten der Gäste ganz herzlich willkommen Uwe Böschinger zur heutigen Runde. Ja, neue Räumlichkeiten, neues Spiel, neues Jahr, neues Glück. Carsten, dein Rückblick auf das Spiel. Oh, Entschuldigung, ja. Unser Gast, natürlich das allererste Wort. Entschuldigung, da waren wir einen Schritt zu weit. Natürlich, vor der Umsetzung zu sehen, wir haben die umkämpften und doch Zeit in 97 Minuten gesehen. Ja, ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr gutes Stichwort, dass das Spiel wirklich umkämpft und sehr, sehr intensiv war. Aber das, glaube ich, war aufgrund der Platzverhältnisse auch zu erwarten. Ich glaube, man muss am Ende logischerweise auch immer ein Stück weit die Psychologie dieses Spiels auch mitbewerten. Und natürlich war uns klar, dass eine Winterpause es auch aufgrund der Personalveränderung Chemnitz schon möglich macht, irgendwo nochmal die Reset-Taste zu drücken und irgendwo mit frischem Elan hier dieses Spiel anzugehen. Auf der anderen Seite war es logischerweise unser Ziel, diese extreme Euphorie aus der Endphase des Jahres 2014 mit in dieses Spiel hier zu übertragen und nach Möglichkeit uns aufgrund der Platzverhältnisse, aber auch aufgrund unserer eigenen Stärken, die möglichst in der Chemnitzer Hälfte erstmal einzugraben, selbst zu Tormöglichkeiten zu kommen, möglicherweise auch eine gewisse Verunsicherung bei der Chemnitzer Truppe herzustellen. Ich glaube, es ist uns 5 Minuten lang gelungen, aber das ist natürlich auf der Basis von 90 gespielten Minuten deutlich zu wenig. Danach sind wir von einer Verlegenheit in die nächste gestolpert, vor allen Dingen deswegen, weil wir unser Zentrum nicht zugekommen haben. Diese strategisch gut herausgespielten Aktionen, langer Ball auf Löning, entweder hat er ihn selbst festgemacht und abgeköpft oder unsere Innenverteidiger und Pazurek, der dort überhaupt nichts zu suchen hat als Sechser, haben dann die Bälle ins Zentrum geköpft und dann ist Chemnitz dort mit Macht auf die zweite Bälle gegangen, hat unheimlich schnell wieder den Ball zurück in die Spitze gespielt. Und da muss man ganz klar sagen, waren die zwei Treffer ja noch schmeichelhaft. Da kann Chemnitz logischerweise mehr Kapital rausschlagen und das Spiel schon früher entscheiden. Aber die Kuriosität dieses Spiels, gerade für unsere Verhältnisse, ist die, dass wir umgekehrt aber über ganz, ganz viele Phasen dieses Spiels selbst sehr, sehr große Möglichkeiten hatten, mehr als ein Tor zu schießen. Gerade in der Phase zwischen so Minute 55 und 70, glaube ich, hatten beide Teams die Möglichkeit, entweder das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Ich denke an die Riesenchance von Löning. Aber logischerweise wir auch die Möglichkeit, einen Ausgleichstreffer zu erzielen. Und dann spielt es in solchen Spielen als Auswärtsmannschaft gar nicht mal so die primäre Rolle, ob das verdient ist oder nicht, sondern dann bist du auf einmal wieder in einer positiven Situation. Du kannst möglicherweise noch mehr Kapital aus so einem Spiel schlagen. Am Ende müssen wir aber für uns konstatieren, dass heute doch eine gewisse Zahl von Spielern, die für uns sehr, sehr wichtig sind, nicht ihre absolute Topleistung auf den Platz gebracht haben. Dadurch waren wir vor allen Dingen im Spielvortrag nicht so stark, wie wir es sonst sind, haben keine Kontrolle über die zweite Welle gehabt. Darüber hinaus waren wir viel zu passiv, was das Jagen von zweiten Bällen angeht, was normalerweise eine absolute Domäne von uns ist. Und deswegen haben wir heute hier das Spiel verloren. Das ist an sich, wenn man die Möglichkeiten von Chemnitz sieht, ja noch kein Beinbruch, aber Tatsache ist, dass wir mit Sicherheit auch aufgrund der Bretter, die wir jetzt vor uns haben, mit Bielefeld, mit Osnabrück, mit Duisburg, mit Stuttgarter Kickers, also alles absolute Top-Mannschaften, ist das mit Sicherheit ein Szenario, was wir uns so nicht erwünscht hätten. Denn aus meiner Sicht sind wir leider Gottes heute wieder voll mit im Abstiegskampf. Und da gilt es logischerweise am kommenden Wochenende ein ganz anderes Gesicht zu sein. Dankeschön. Ja, ganz herzlichen Dank. Da war die Vorfreude auf ein wahrscheinlich positives Fazit zu dem Spiel von unserem Trainer etwas zu groß. Carsten, jetzt bitte dein Fazit zu dem Spiel. Gibt es noch Fragen? Der Uwe hat alles gesagt. Also viel mehr gibt es aus meiner Sicht nicht dazu zu sagen. Es ist nochmal auf die ersten Versuche zunächst einzugehen, wie oft oder wie wichtig ist es, ein einziger Pass. Wir haben noch die Möglichkeit, die Kölner dermaßen aufzureißen in dieser ersten Minute. Dann kommt es zu diesen Situationen gar nicht, die er richtig geschildert hat. Ecke, Freistoß, Einwurf, weil ein Pass nicht in den Raum kommt. Aber das nur am Rande. Wir haben uns sehr viel vorgenommen für dieses Spiel. Ich glaube, das hat die Mannschaft von der ersten Minute rübergebracht. Und war sehr konzentriert, sehr laufbereit, sehr kampfbereit, was hier heute natürlich auch bei diesem tiefer Boden gefragt war. Unser Kurzpassspiel, was wir ja gerne praktizieren, haben wir nahezu heute versucht auszuschalten. Das ist uns das erste Mal gelungen, vorher hatten wir das schon öfter. Wir hatten uns zahlreiche Möglichkeiten erspielt, machen 2 Tore, kriegen dann für meine Begriffe sehr schnell das 2:1, was natürlich nie zur Ruhe beiträgt, haben dann aber vor der Halbzeit noch 2-3 Riesenmöglichkeiten, dort schon zumindest mit mehr Sicherheit aus der Halbzeit zu kommen. Dann ist es, wie der Uwe schon sagte, in der zweiten Halbzeit
ja, teilweise ein offener Schlagabtausch gewesen mit Möglichkeiten auf der einen wie auf der anderen Seite, weil wir es nicht mehr geschafft haben, diese Ordnung herzustellen, die wir in der ersten Halbzeit ja nahezu komplett gehalten haben. Und so hatten wir sicherlich auch das ein oder andere Mal Glück, dass der Ausgleich nicht fiel, hatten aber dann auch unsere Möglichkeiten, den Sack früher zuzumachen. Wir haben es gemacht letztendlich. Und ich finde auch, Fußball verdient oder unverdient, wir haben die Tore heute gemacht, wir haben den ersten Dreier eingefahren, 2015 für uns. Und nach so einer Vorbereitung ist das immer sehr wichtig. Wir sind mit sehr, sehr, sehr viel Selbstvertrauen aus diesen letzten Wochen hervorgegangen, und dass man das mit rüberbringt in einem Sieg möglichst, das ist schon sehr wichtig und das ist gelungen. Und deshalb das Kompliment auch an die Mannschaft, die sich dort durchgebissen, durchgekämpft hat am Ende. Danke, das waren die beiden Brennerstimmen in diesem Spiel. Jetzt haben wieder die Kollegen der Medien die Gelegenheit, Fragen an Herrn Brenner zu richten. Bitte. Herr Rutzloch, einen kleinen Moment bitte, aus das Mikro. Herr Heiner, wie würden Sie denn die Leistung Ihrer Trainer zu bewerten? Ich denke, dass alle drei nicht neu waren, sondern sich nahtlos eingefügt haben, und beim Lore, der insbesondere nach hinten raus für mich eine wahnsinnige Energieleistung geboten hat, dort auf der linken Seite läuferisch sowohl vorne als auch hinten präsent war. Das ist ein junger Kerl, der noch sicherlich Luft hat. Für Timo im Mittelfeld war es dann schwer, weil wir dann insgesamt die Ordnung nicht mehr hatten. Aber insgesamt ist das sicherlich eine sehr ordentliche Auftragleistung von ihm gewesen. Und was den Frank anbelangt, das ist genau der Typ, der uns gefehlt hat. Der die Tiefe hält, der anspielbereit ist, der sehr klug öffnet, der also sehr, sehr viele kluge Aktionen in unser Offensivspiel bringt und eine große Stütze vor allen Dingen für die Jungs um ihn herum ist. Und ich glaube, das ist mit das Wichtigste. Und dass er sich heute noch nicht selbst belohnt hat, sehe ich nicht als Problem an. Das macht er dann vielleicht beim nächsten Mal, aber ich fand, er hat ein tolles Video für uns dahin gelegt. Gibt es andere Fragen? Das ist für den Moment ja nicht der Fall. Bei den beiden Rennern ganz herzliches Dankeschön unseren Gästen aus Köln natürlich eine gute Rückreise und allen noch ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns demnächst wieder an dieser Stelle. Danke.